Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect. So, wir sind genau an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind in den Archiven oder beziehungsweise auf dem Weg zu den Archiven und in dem nächsten Aufzug. Unser Mako ist da hinten, ja, eingeparkt erstmal. Und ja, wir schauen jetzt mal, wo uns dieser Aufzug hinbringt. Wäre dies einfach nur eine automatische Falle, so hätte sie Saren ausgelöst. Wofür halten Sie es? Erhoffen Sie sich nicht zu viel. Wir können uns jetzt nur auf uns selbst verlassen. So Unrecht hat er gar nicht. Ah, okay. Ein paar neue Infos. Cool. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschine. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal. Wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelportal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Die Reaper können den Rat und die Zitadelflotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren, und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder?
Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Wie haben Sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Ich verstehe die Zusammenhänge immer noch nicht. Warum versucht Saren, die Röhre zu finden? Über die Röhre hat er Zugriff auf die Zitadelle und die Keeper. Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich werde Saren aufhalten. Sagen Sie mir, wie ich es anstellen soll. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren.
Er wird sie an den richtigen Ort bringen. Wenn die Reaper im Orkusnebel gefangen sind, wie ist dann die Sovereign hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orkusnebel hatte wohl auch die Sovereign mehr als 50.000 Jahre im Überlebensschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadell-Signal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht. Die Verbündeten der Sovereign waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Die Reaper kommen aus dem Orkusnebel. Wie können sie da draußen überleben? Darüber gibt es nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. Offensichtlich können sie einen Überlebensschlaf von zehntausenden Jahren einlegen, bis sich wieder eine organische Zivilisation entwickelt hat. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird. Die Sovereign ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadelle an? Die Sovereign ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Sovereign könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben. Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Sovereign kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen. Was ist mit dem Sender auf Eden Prime und dem auf Wurmmeier? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk. Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden. Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört. Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Ilos, das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden. Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab. Falls doch, sollten sie von Ilos erfahren. Wir wollten ihnen Hoffnung geben. Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet. Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können. Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden. Es war nur ein Versuch. Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen. Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt. Sie war verschlüsselt. Nur organische Wesen hätten sie verstehen können. Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschinen hierher zu führen, wie Saren. Aber auch sie haben hierher gefunden. Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan. Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen? Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden. Wahrscheinlich das allererste. Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert. Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind. Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren. Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert. Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst. Als die Proteaner die Zitadell-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper. Jetzt sind sie absolut harmlos. Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind. Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt. Nicht organische Diener wie die Geth agieren voraussehbarer.
Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadelle zu bekommen. Aber die Röhre ist nur ein Prototyp. Das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Sie waren also auf der Station gefangen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station. Ich fürchte, dass sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind. Ich weiß nur, dass sie es geschafft haben, das Portal zu schließen. Ihre Gegenwart hier beweist, dass ihre Mühen nicht umsonst waren. Wieso hat niemand entdeckt, dass die Zitadelle ein gigantisches Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Ja, Leute, das war jetzt auf jeden Fall mal sehr, sehr informativ. Also die Datei haben wir. Und ja. Krass. Also echt heftig aufgeklärt mal die Story, oder? Ein Zyklus, der sich alle 50.000 Jahre wiederholt. Und die Reaper gibt's wirklich. Und die Zitadelle ist ein Massenportal. Mann. Es ist tragisch. Trotz ihrer großen Errungenschaften haben die Proteaner alles verloren, genau wie mein Volk. Sogar ihr letzter Plan ist gescheitert. Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden. Ja, da hast du recht. Habe ich auch nicht vor. Cool. Aber wie gesagt, ich liebe es, wenn irgendwie eine Story so aufgeklärt wird. Das ist einfach geil. Und die Aufklärung hier finde ich mal mega geil, Leute. Okay. So. Die sind weg. Das ist halt die Gnade, die ist halt so mega geil, Leute. Die hätte ich gerne in der tragbaren Version. Okay, Stressmusik. Ist das eine gute Idee? Was haben wir denn hier für ein... Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war, hier runter zu springen, aber okay. Wo es einen Eingang gibt, gibt es auch einen Ausgang. Ey, das Ding, das fährt sich, das ist Wahnsinn. Das ist brutal. Was für ein Kartoffelmodus das Fahrding hier ist. Wo sind die denn? Die müssten doch jetzt eigentlich schon gut sichtbar sein, oder? Oder sind die da oben irgendwo? Da oben, oder? Tot. Hallo? Tot. Ja, auch noch so Arschficker. Mann.
Aber das Geschütz bringt hier halt echt gar nichts eigentlich. Aber gut, der ist down. Das große Ding ist down. Und der kleine Mann dahinter ist auch down. Aber Saren hat offensichtlich vermutet, dass wir hier lang kommen. Sonst hätte hier keine Leute abgestellt. Oder die Sovereign hat damit gerechnet. Ich bin mir nicht sicher. Ey, Wahnsinn, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie übel die Steuerung ist. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber es ist wirklich schwer vorzustellen. So. Okay, ein paar haben wir auf jeden Fall schon mal getötet. So, hier geht es ganz offensichtlich nicht weiter. Das heißt, hier lang. Boah, leck mich am Arsch. Das Problem ist, ich lasse sogar die Taste los und der reagiert halt erst eine halbe Sekunde oder Sekunde später. Also eine direkte Steuerung ist das nicht. Das ist wirklich ganz leichtes Antippen. Nicht mehr, nicht weniger. Okay, die haben mich tatsächlich noch getroffen. Aber einer lebt irgendwo noch. Der ist tot. Da können wir davon ausgehen. Okay, ich habe komplett gewendet. Beeindruckend. Das muss man erstmal hinkriegen. Wobei, das ist mit dem Teil nicht so schwer. So. Keine Lootkisten, alles klar. Was haben wir denn hier auf der Map? Und ganz komische Geräusche im Hintergrund. Wie ein Vogel, der sich gerade einen hobelt. Mann, sind das hier lange Wege. Wahnsinn. Okay, das schaut... Das schaut... Da! Die Röhre! Das ist unglaublich! Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Da hat er wohl recht. Oh oh. Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Tja, die hätten auf uns hören sollen. Röhre wird geschlossen in... Was? In 30 Sekunden? Okay, wir sollten Gas geben. 20 Sekunden. Alter Schwede, uns geht's gerade gar nicht mehr gut. 10. Wow. Das war knapp, Leute. Das war richtig, richtig knapp. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozedur.
Ja, Leute, Home Sweet Home, oder? Sage ich dazu nur. So, aber wir sind am Ende des Partes. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.